Jetzt machen wir eine Übung, die sehr viele Kalorien verbrennt. Einerseits, weil sie relativ viele Muskeln involviert und auch die ganzen kleinen, die stabilisieren müssen, die halten müssen. Und dazu stellst du dich jetzt bitte hüftbreit hin, gehst dir leicht in die Knie, beide Hände Richtung Boden, dann lassen wir uns fallen und dann bewegen wir uns mit beiden Händen nach vorne, soweit du kannst, soweit du den Bauch halten kannst, und dann bewegen wir uns klein wieder zurück in die Ausgangsposition und die ist aufrecht. So, bei der Übung verbrennen wir viele Kalorien, vielleicht mehr als bei anderen Übungen, weil einfach viele Muskeln involviert sind. Wir haben den Oberkörper dabei, wir haben die Schultermuskulatur dabei, aber auch Dehnungen, Oberschenkelrückseite. Dadurch werden viele Muskeln angesprochen und deshalb auch viele Muskeln bearbeitet. Und somit verbrennen wir eben mehr Kalorien als bei anderen Übungen. Und wie viel muss ich machen? Du machst zwischen 15 und 20 Wiederholungen. Das Ganze ruhig dreimal, ja, zwischendurch immer eine kleine Pause. Und dann bist du eigentlich gut dabei. Ja.